Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht schon im Hintergrund, heute soll das Thema mal Mangroven sein. Ich möchte mit euch ein Mangroven-Spezial drehen und mal so ein bisschen beleuchten, was bei der Pflege zu beachten ist, was unheimlich oft falsch gemacht wird. Und wenn ihr da Lust drauf habt, einfach dranbleiben. Ja, zum anderen schulde ich ja euch eigentlich noch eine Ergänzung zu dem vorherigen Video, zu der selbstdrehenden Pumpensteuerung. Ich habe hier eine ganz, ganz andere Befestigung benutzt, ne? Weil die Befestigung, die bei dem Druck dabei ist, die aus dem 3D-Drucker rauskommt, die fand ich wirklich so semi-optimal. Ich habe jetzt hier einfach, das ist von, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine von Blue Marine, ein Filtersockenhalter, wo ich einfach dann hingegangen bin und per 2-Komponenten-Kleber mir das Ganze hier da dran geklebt habe. Somit habe ich dann auch eine vernünftige Halterung für die Steuerung. Ich hänge die jetzt mal hier so da rein, um euch mal zeigen zu können, wenn die angeschlossen ist, wie beide Pumpen quasi gegeneinander arbeiten. So, ich habe jetzt mal beide Dreheinheiten auf eine Seite gebracht, nur damit wir das jetzt besser beobachten können, wie schön gegenläufig die Pumpen wirklich zusammenarbeiten, wenn wir sie über einen Servotester laufen lassen. Und also den Effekt finde ich wirklich spitzenmäßig, weil wir nirgendwo im Aquarium dann irgendwann mal nicht beströmte Stellen haben. Ne? Also ich habe jetzt beide hier montiert und ich zeige euch mal den Servotester. Da ist er. Und wir können leider nicht hingehen und ich sag mal den Einschlagradius irgendwie begrenzen mit so einem Servotester. Was wir aber sehr wohl machen können, wir können die Geschwindigkeit der Pumpen steuern. Also nicht der Pumpen, sondern der Dreheinheit. Und ich sag mal, ich habe sie selber im Aquarium, finde ich auch die einzig logische Lösung, auf der kleinsten Stelle laufen. Aber damit wir jetzt mal sehen können, was ich damit meine. So, jetzt laufen sie auf absoluter Höchstlast oder Höchstgeschwindigkeit und wir können halt wirklich sehen, wie die immer genau gegenläufig arbeiten. Das ist natürlich ein Top-Effekt. Dieses Surren, was ihr jetzt hier wahrnehmt, das ist nachher überhaupt gar nicht mehr. Das ist nur, weil wir jetzt auf Höchstgeschwindigkeit laufen haben. Wenn ich die wieder runterregel, da wo sie hingehören, na, seht ihr, dann laufen die noch ganz, ganz langsam und dann ist da auch wirklich nichts mehr hörbar. Ja, das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, wir machen mit den Mangroven weiter. Ja, jetzt aber wieder zum Hauptthema unserer eigentlichen Folge, nämlich die Mangrove. Die rote Mangrove, Rhizophora mengele. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ich habe schon so oft probiert, im Meerwasseraquarium Mangroven zu kultivieren. Und immer mit so mäßigem Erfolg. Ne? Also manchmal hat die sich eine Zeit lang gehalten, meistens nicht länger als ein oder anderthalb Jahre. Jedes Jahr ist gefühlt ein Blatt dazugekommen und eins ist wieder abgestorben. Ich habe es aber nie so richtig sein lassen, weil ich wollte unbedingt, ich fand das so eine tolle Idee, so einen richtigen, ich meine, Mangroven ist ja schon echt was Exotisches, ne? Und eine Pflanze, die aus dem Salzwasser heraus wächst und ich finde das auch eine wunderschöne Pflanze. Ich bin also wirklich am Ball geblieben. Ich wollte unbedingt rote Mangroven oder überhaupt Mangroven im Meerwasseraquarium haben. Und habe mich dann mit dem Thema mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil ihr an irgendeinem Punkt muss es ja gelegen haben, weshalb die sich nicht gehalten haben. Und egal, mit wem ich mich unterhalten habe, ich meine, früher sind Mangroven zu Massen, wirklich, ich würde schon fast sagen, kiloweise importiert worden. Wenn die alle gehalten hätten, müsste eigentlich jeder Meerwasseraquarianer müsste jetzt einen Mangrovenbaum am Aquarium stehen haben, mindestens so groß wie meiner hier. Wobei mit so ein paar Tricks und Kniffs, die eigentlich ganz, ganz logisch sind, glaubt man gar nicht, wie alt zum Beispiel hier eine solche Mangrove ist. Na, also die Mangrove hier hinten, zack, jetzt ist da mal wieder ein Blatt runtergefallen, war Vorführeffekt. Ist übrigens ganz normal, dass auch mal ein Blatt abstirbt, weil die Pflanze lagert wirklich das Salz, was die über die Wurzeln aufnimmt, lagert die in den Blättern ein. Und
Von daher, wenn dann zu viel da ist, dann fängt auch mal an, ein Blatt abzusterben. Aber jetzt nochmal zurück zu der Mangrove zum Beispiel hier hinter. Die ist bei mir kein halbes Jahr alt. Also so schnell kann es auch wirklich funktionieren. Für so einen Erfolg, ne, ich meine, guckt euch die Mangrove mal an. Da habe ich früher anderthalb oder zwei Jahre für gebraucht, bis die so ausgesehen haben. Ne? Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Wenn man sich da mal ein bisschen intensiver Gedanken zumacht, wo kommt die Mangrove denn her? Oder wo lebt die Mangrove? Die hat wirklich als Substrat ja wirklich Schlick, Schlamm, sehr, sehr sauerstoffarmen Boden. Ne? Das heißt, ja, was ja ganz, ganz viele gemacht haben, es gibt ja diese Mangrovenboxen und Co., haben da dann groben Korallensand rein, die Mangrove mit Korallensand aufgeschüttet und dann ins Aquarium gehangen. Da kann man sich vorstellen, die Mangrove hat überhaupt gar keinen sauerstoffarmen Boden. Die Mangrove bildet ja hier irgendwann auch, wie meine große zum Beispiel jetzt hier, fängt die an, Stelzwurzeln und Co. auszubilden. Das macht die, weil in der Natur der Bodengrund oder der Schlick halt so sauerstoffarm ist, ne, dass die dann über die Wurzeln wieder Sauerstoff aufnehmen kann. Die Wurzeln, die wieder quasi aus dem Schlick rauskommen. Und von daher habe ich mich dann dazu entschlossen, die brauchen einen sehr, sehr, wie wir schon gesagt haben, sauerstoffarmen, aber auch einen sehr hohen Bodengrund. Ne? Und Mangroven entwickeln diese schönen Stelzwurzeln, die ich unbedingt haben wollte, nicht im Süßwasser. So eine rote Mangrove kann man ja theoretisch auch im Süßwasser halten. Aber da entwickeln sie halt nicht diese schönen Stelzwurzeln. Also habe ich jetzt hier, ich habe das nicht mehr mit meinem eigentlichen Aquarium verbunden, sondern habe ein separates Aquarium daneben stehen, wo ich dann halt wirklich ein Gemisch drin habe aus Soil, Sand und Korallenbruch, ne, damit das wirklich sehr, sehr sauerstoffarm ist. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, und ich bin natürlich auch hingegangen und weil ich diese Stelzwurzeln haben möchte, habe ich mich hier jetzt nicht entschlossen, die auf Brackwasser zu halten oder süß, nein. Da ich aber unbedingt diese Stelzwurzeln haben wollte, die Mangrove halt wirklich nur im salzhaltigen Wasser ausbildet, habe ich mich dazu entschlossen, das kleine Aquarium jetzt hier nicht auf Süßwasser laufen zu lassen, sondern auch nicht auf Salzwasser, sondern ich fahre hier Brackwasser. Ne? Brackwasser einfach aus dem Grund, wenn die Mangrove im reinen Salzwasser steht, da die das Salz ja wirklich aufnimmt und über die Blätter anfängt wieder abzugeben, müsste sie dann quasi jeden Tag ordentlich besprüht werden. Könnte man theoretisch machen, dann fallen mir aber wahrscheinlich die Tapeten irgendwann mal von der Wand. Ne? Und ich bin auch leider nicht so fleißig, dass ich wirklich hingehe und sage, alles klar, ich besprühe die jetzt jeden Tag. Aus dem Grund habe ich hier Brackwasser drin. Bei Brackwasser entwickelt sie trotzdem diese schönen Standwurzeln, aber ich muss nur noch einmal die Woche meine Pflanze einmal ordentlich abbrausen, was in der Natur ja der Regen übernimmt. Ne? Ein zweiter Grund, weshalb ich die Systeme voneinander getrennt habe und nicht mehr die Mangrove im eigentlichen Meerwasserbecken habe, weil hier ordentlich gedüngt wird. Ne? Also zum einen der Soil, der da drin ist, den möchte ich natürlich nicht im selben System wissen, wie meine Korallen, wäre wahrscheinlich, was die Carbonatwerte und den pH-Wert angeht, eine Vollkatastrophe. Und zum anderen, weil ich hier auch ordentlich dünge. Also hier wird mit einem MPK-Dünger, wird hier ordentlich nochmal nachgeholfen, was die Pflanzen auch wirklich sehr, sehr gut vertragen und schnell wachsen. Und auch mit dem MPK-Dünger, der hat nichts im Meerwasserbecken verloren. Jetzt meinen natürlich viele, wenn ich aber die Mangrove in meinem Meerwasseraquarium pflege, zieht die mir ja auch Nitrat und Phosphat aus dem Wasser. Ja, stimmt schon. Aber die Mangrove ist trotz allem, selbst wenn man das so macht wie ich jetzt hier, eine relativ langsam wachsende Pflanze. Das heißt, das bisschen Phosphat und Nitrat, was die hier aus dem Wasser rausziehen würde, das ist wirklich fast nicht zu merken. Ne? Also von daher wäre der Effekt auch nicht gegeben. Ich habe damit halt super, super gute Erfahrungen gemacht. Natürlich habe ich auch noch eine zusätzliche Beleuchtung oben drüber, die AI Prime, weil Mangroven halt wirklich, die brauchen es warm, die brauchen es relativ feucht und die brauchen viel Licht. Ne? Also wenn wir die Sachen wirklich alle beachten, sauerstoffarmer Boden, regelmäßig ab und zu mal düngen, viel Licht drüber, Temperatur ein bisschen höher und regelmäßig mal mit Osmosewasser besprühen,
dann wird es definitiv was mit den Mangroven. Also nochmal eine ganz kleine Checkliste. Wenn ihr Mangroven halten möchtet, ihr könnt sie natürlich auch im Meerwasseraquarium pflegen. Das funktioniert. Der Bodengrund muss nur hoch genug sein, wo wir die reinstecken. Der muss sauerstoffarm sein. Die Mangrove braucht eine zusätzliche Beleuchtung. Und wir müssen die Mangrove wirklich mit Osmosewasser sehr, sehr fleißig sprühen. Das heißt, wenn ich die im reinen Salzwasser stehen habe, sollte ich mindestens einmal am Tag hingehen und mit Osmosewasser die einmal kurz abbrausen. Ja, wenn ich die Punkte alle beachte, dann habe ich definitiv auch lange Spaß an meiner Mangrove. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, vielleicht mal einen Daumen da lassen. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal entweder hier bei mir zu Hause oder auch im Laden. Alles klar, ich freue mich drauf.